Mein Name ist Jonas Plass, ich bin ein Olympionike, der Deutschland 2012 bei den Olympischen Spielen in London vertreten hat. Um Läufer auf diesem Niveau sein zu können, müssen viele Dinge zusammenkommen. Auf der mentalen Ebene muss die Konzentration und Entschlossenheit da sein, auf der physischen Ebene muss Kraft und Ausdauer vorhanden sein. Aber all das hilft auch nichts, wenn die richtige Technik fehlt. Wenn ich heute als Personal Trainer arbeite, lege ich mit meinem Kunden besonders viel Aufmerksamkeit darauf, wie sie tatsächlich laufen. Was man sich bewusst machen muss, ist, dass in einem durchschnittlichen Lauf Zehntausende von Schritten zusammenkommen. Die kleinsten Fehler in der Technik führen dazu, dass es nicht nur ineffizient ist, sondern auch zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führt. Beim Laufen beginnt alles mit den Füßen. Deshalb ist es wichtig, dass du ein Bewusstsein dafür bekommst, wie du gehst, wie du stehst und wie du läufst. Eine Akupressurmatte ist hier eine große Hilfe. Sie gibt meinen Kunden Feedback über die Ausrichtung ihres Körpers, genauso wie über die Verteilung des Körpergewichts. Im Grunde genommen muss der Läufer ein Gefühl dafür bekommen, was die beste Körperhaltung für ihn ist. Und Shaktimat hilft ihm dabei, das intuitiv zu erlernen. Laufen ist meine große Leidenschaft. Ich habe an zahlreichen nationalen Meisterschaften teilgenommen, an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und natürlich nicht zu vergessen die Olympischen Spiele. Aber Laufen allein reicht nicht aus. Man muss gleichzeitig auch an seinem Kopf und an seiner Beweglichkeit arbeiten. Ich selbst bin in Yoga hineingeraten, weil es einfach ein unglaublich mächtiges Werkzeug für Athleten darstellt. Das Liegen auf der Shaktimat zwingt dich dazu, im Hier und Jetzt zu sein. Zudem werden Endorphine ausgeschüttet, die zu einer großen Entspannung führen. Durch Laufen kann der Körper richtig fest werden. Gerade bei meiner Disziplin in 400 Metern produziert der Körper unglaublich viel Laktat. Folgendes: Wenn man nach dem Laufen seine Waden auf die Matte legt, schießt das Blut in die Beine und spült den ganzen Mist raus. Weißt du, heute kommt mein Laufen, mein Personal Training und mein Yoga alles zu einem ganzheitlichen Ansatz zusammen. Für Gesundheit und Fitness. Und ich habe festgestellt, Shaktimat spielt eine Rolle in allen drei Bereichen.